Wann ist es bei Ihnen? Im Körper. Ja, sehen Sie, das ist nun eine halbe oder ist noch keine Frage. Wie ist es bei Ihnen? Sie sollen sich nie da anschließen, was ich an Fragen vorhergestellt habe an Ihre Nächsten. Sondern wie ich frage, ja? Wie das beantworten dann, sind wir irgendwo gelandet, wo es doch wieder ein Durcheinander gibt. Jeder soll bei sich selbst sein, bei seinem eigenen Körper. Er soll seinem Körper Beachtung schenken. Und er soll immer von da aus, wie er es selbst fühlt, antworten. Das ist richtig. Ne? Ja, im Körper, meinetwegen, gut. Sehr warm im Körper. Na, Sie müssen ja im Ofen. Ja, ich mache den Ofen nicht. Das macht er nicht. Nein. Vielleicht, dass Sie einen dicken Rock anhaben. Pullover haben Sie noch an. Das macht auch nichts aus. Was? Nein. Im Winter dünn bekleidet und im Sommer dick. Das ist besser. Bringt die Hitze nicht dran. Ne? Oder? Glauben Sie, das ist anders? Hm? Hm. Bitte schön. Ich fühle mich wohl. Bitte. No. Ich fühle mich gut. Bitte. So, wir sind Sie im Grünen bald los. Bitte. Ja. Bitte. Noch einmal, Mutti. Ja, bitte. Ja. Ich fühle mich wohl. Warum so? Warum nicht gleichbleibend sein? Das ist das Wechselhafte bei Menschen. Wenn ich es nachmache, habe ich ja auch einen Grund. Schauen Sie mal, ein Mensch so ist zu verlegen. Ich muss das sagen. Ich muss ihm das vormachen. Das heißt nachmachen. So sie es ja vorgemacht haben. Aber was für ein Bild es gibt, haben Sie nicht gemerkt, an mein Gesicht, an die ganze Haltung? Hm? Stimmt doch. Nein, nicht verkrampft. Sondern, dass der Mensch verlegen ist. Ja, was soll jetzt noch sein? Ja, lieber Mitmensch, vergiss dich nicht. Nimm doch all das, was für dich, was für deinen Körper bestimmt ist. Und ich sage doch nur die Wahrheit und deswegen brauche ich nicht gleich bedrückt sein. Viele Menschen, die Ware nicht mögen, die gehen ja ab. Jetzt sind sie auch noch nicht reif. Aber hier geht es doch wirklich nicht um Grünen. Hier geht es um jeden Einzelnen selbst, um sein Leben, um die Ordnung, die er nötig hat, wieder in sich aufzunehmen. Das ist wichtig. Na, wie ist jetzt? Bitte? Ich fühle mich. Also nicht mehr so, liebe Frau. Vernünftig sein. Und ganz natürlich bleiben bei mir. Brauchen Sie den Körper nicht verändern. Ich will auch, dass Sie sich wohlfühlen in Ihrem Körper. Ja? So im Körper die Ordnung ist, so werden Sie auch um sich, um den Körper die Ordnung schaffen. Dann können Sie auch Ihren Körper nützen. Und dann werden auch Sie zu den Ordnungliebenden zählen. Und dann werden Sie später auch hier alles geordnet haben. Dann werden Sie auch wissen, was Sie aufzunehmen haben und was nicht. Was belanglos für Sie ist, was nehmen Sie das auf, indem Sie noch nichts anzufangen wissen. Nur immer das Wichtigste aufnehmen. Das Hauptsächliche. Das Nebensächliche lassen wir beiseite. Es ist doch so nebensächlich, was der eine oder andere jetzt draußen tut. Hauptsächlich ist, dass Sie das Richtige tun, damit Sie durch diesen Ihren Nächsten auch belehren können. Das ist wichtig. Und es gibt so viele Menschen, die ihren Körper nicht mal mehr nutzen können, die nicht bewegen können, weil er kraftlos geworden ist. Und da können Sie zu ihm gehen. Sie können ja für ihn Kraft aufnehmen und ihm geben. Sie können und werden auch einfach daran glauben, so Sie es einmal getan haben. Na, und wie ist bei Ihnen jetzt? Jetzt wie ein Fürst. So, ich fühle sich so fürstlich. Frei. Frei. Sind Sie verheiratet? Verheiratet. Ihre Frau ist nicht hier.
ein Mensch sich frei fühlt, warum sagt er nicht, wovon er sich frei fühlt? Ich fühle mich frei von all den Beschwerden, wie ich sie einst in meinem Körper wahrgenommen habe. Er sagt, ich fühle mich frei. Ist doch Gefahr, oder nicht? Für den Mann ist auch für die Frau Gefahr. Ich fühle mich frei. Langsam. Reicht einer kommt und sagt, aha, er fühlt sich frei. Sie auch ein Freier von diesen, nicht? Ja. Nein, Freunde, sprechen wir doch deutlich, deswegen muss auch ich so viel sprechen, um Ihnen das verständlich zu machen. Bis Sie es erst erfasst haben. Deswegen sage ich, wie ich zu Anfang sagte, wer mich erkennen will, der muss sich es selbst erkennen. Und wenn er sich selbst erkannt hat, dann wird er mich auch erkennen. Dann wird er mich auch verstehen. So er sich erstmal selbst versteht. Aber der sich selbst noch nicht versteht, wie will er seine Nächsten verstehen? Wenn wir von beruflichen Dingen sprechen wollen, dann müssen Sie den Beruf erst erlernen. Als Laie kann man Ihnen das nicht sagen. Da verstehen Sie es nicht. Und da können Sie leicht belogen und betrogen werden. Oder aber Sie sagen, ich glaube dem nicht, der mir das da sagt. Da haut man das so fachlich hin. Was für Ausdrücke sind das? Das habe ich ja noch nie gehört. Was soll denn das sein? Selbst als Lehrling werden Sie erzogen. Da wird der Lehrling nach so manche Dinge geschickt zum Meister, die gar nicht existieren. Nicht? Damit er draufkommt. Damit er dazu angehalten, damit er auch die Fachausdrücke beherrscht und damit er nicht mehr irregeführt wird. Und so brauchen auch Sie das Natürliche. Sie müssen wissen, was für Sie wichtig ist. Damit Sie nicht mehr von Menschen belogen und betrogen werden.